Kapitel Mohammed. Der Prophet Mohammed ist ein Waisenkind gewesen. Sein Vater und seine Mutter sind früh gestorben. Zuerst lebte der kleine Mohammed bei seinem Großvater, Abdul Muttalib. Später kam er zu seinem Onkel. Sein Onkel hieß Abu Talib. Der Großvater und der Onkel haben gut für ihn gesorgt. Mohammed hatte die Schafe gehütet draußen vor der Stadt. Die Stadt, in der er lebte, hieß Mekka. Als Mohammed schon etwas größer geworden war, durfte er mit seinem Onkel Abu Talib auf Reisen gehen. Die Leute von Mekka machten viele Reisen, weil sie Kaufleute waren. Kaufleute sind Menschen, die mit Gütern handeln. Sie brachten ihre Waren auf Kamelen heim nach Mekka. Auf den Reisen mit seinem Onkel lernte Mohammed sehr viele neue Dinge. Sein Onkel zeigte ihm, wie man eine Karawane führt und auch, welche Sachen man hier und dort am besten einkaufen konnte. Bald wusste Mohammed schon gut Bescheid. Nachdem er noch etwas älter geworden war, konnte er schließlich allein eine Karawane führen und weite Reisen machen. Eine Karawane ist ein langer Zug, der aus verschiedenen Lasttieren besteht. In Mekka lebte auch eine wohlhabende Frau, die Khadija hieß. Ihr Mann war schon gestorben. Mohammed führte auch für sie Karawanen und hatte viel Erfolg dabei. Er war ein guter Kaufmann geworden. Später haben Mohammed und Khadija geheiratet. Sie lebten in Ruhe und glücklich in Mekka und hatten auch Kinder. Mohammed musste viel nachdenken. Oft ging er aus der Stadt und wanderte in den Bergen. In einer Höhle ruhte er sich aus. Dort saß er oft und dachte nach. Wie kommt es nur, dass ich ein Waisenkind war und jetzt bin ich ein reicher Kaufmann? Eine gute Frau habe ich auch und liebe Kinder. Doch wie ist es nur möglich, dass in unserer Stadt Mekka so viele böse Menschen leben? Sie halfen den Armen nicht. Die Waisenkinder haben nichts zu essen. Die Kranken werden nicht gesund gepflegt. Jeder will nur recht viel Geld für sich haben. Jeder ist egoistisch. Und wenn er viel Geld hat, will er noch mehr. Über alle diese Dinge machte Mohammed sich Gedanken. Und eines Tages, er war gerade 40 Jahre geworden, erschien ihm der Engel Jibrail und sagte: Steh auf, Mohammed, geh in die Stadt und sag deinen Leuten, Allah hat die Menschen erschaffen und er hat alles erschaffen, was die Menschen zum Leben brauchen. Deshalb sollen die Menschen Allah dankbar sein und nur zu ihm beten. Und sie sollen immer nur Gutes tun, den Armen helfen und den Kranken helfen. Wenn die Menschen sich ganz fest bemühen, das Gute zu tun, dann bekommen sie nach ihrem Tod die wunderschönste Belohnung, und zwar das Paradies. Wer aber absichtlich immer nur Böses tut, der wird eine schlimme Strafe bekommen in der Hölle. Mohammed war zuerst sehr erschrocken. Er hatte ja noch nie einen Engel gesehen. Aber dann merkte er, dass der Engel ihm die Antwort auf seine vielen Fragen gebracht hatte. Immer hatte er sich gewundert, wer ihm wohl so geholfen hatte. Es war Allah, der ihm geholfen hatte. Immer hatte er sich gewundert, warum die Menschen in Mekka so habgierig waren und den Armen nicht halfen. Es war, weil sie nicht gehorsam waren gegenüber Allah, weil sie nicht auf Allah gehört haben. Weil Allah die Menschen und alles andere auf der Welt erschaffen hat, sollen alle Menschen ihm gehorsam sein. Da ging Mohammed zurück in die Stadt und erzählte alles seiner Frau Khadija. Sie sagte: Du musst tun, was dir der Engel Jibrail gesagt hat. Er ist ja von Allah geschickt worden und du musst ihm auch gehorchen. Mohammed war sehr froh, dass seine Frau auch an Allah glaubte. Er erzählte auch seinen Freunden, was der Engel Jibrail ihm gesagt hatte. Aber zuerst waren es nur ganz wenige Leute, die auf ihn hören wollten. Die meisten Menschen in der Stadt wollten immer nur noch mehr Geld haben. Darum hatten sie gar keine Zeit, an Allah zu denken, leider. Der Engel Jibrail erschien nun dem Mohammed immer wieder und sagte zu ihm: Du bist der Prophet Allahs. Propheten sind Menschen, die heilige Botschaften
von Allah zu den Menschen schicken. Du musst den Menschen sagen, dass sie Gutes tun sollen und zu niemanden außer Allah beten sollen. Und du musst ihnen sagen, dass sie mit ihrem Geld den Armen helfen sollen, die kein Geld haben. Da trat Mohammed unter die Leute und sprach in den schönsten Worten zu ihnen, um ihre harten Herzen sanft zu machen. Er sagte, wenn ihr genug zu essen habt und ein Armer nicht, dann müsst ihr ihm etwas abgeben. Auch Kleider sollt ihr ihm geben. Und die Kranken müssen zu einem Arzt gebracht werden. Auch für die Waisenkinder müsst ihr sorgen. Zu den alten Leuten sollt ihr freundlich sein. Wenn ihr das tut, wird euch Allah sehr viel belohnen. Wenn ihr aber nicht auf die Worte Allahs hören wollt, werdet ihr bestraft. Das alles sagte Mohammed den Leuten. Aber die meisten lachten nur über ihn. Sie wollten nicht zu Allah beten. Sie dachten, es sei viel wichtiger, noch mehr Geld zu haben. Manche haben den Propheten, Hazrat Mohammed, sogar mit Steinen beworfen. Bald darauf ist Hatidje gestorben. Der Prophet Mohammed war sehr traurig. Da sagte der Engel Djibril zu Mohammed, Allah wird dir helfen. Nimm deine Freunde und deine Familie und geh weg aus Mekka. Es gibt eine Stadt, die heißt Medina. Dort sind die Leute bereit, auf das Wort Allahs zu hören. So hat Mohammed seine Freunde und seine Kinder nach Medina geschickt. Alle, die an Allah glaubten und zu Allah gebetet haben, sind aus Mekka fortgegangen. Mohammed ist mit seinem Gefährten Ebu Bekir als letzter gegangen. Die Leute von Mekka wollten Mohammed töten, weil er sie immer ermahnt hatte und das Richtige gesagt hatte. Mohammed hatte aber einen Vetter. Er hieß Ali und war ein sehr tapferer Junge. Er half Mohammed, als die Leute ihn töten wollten. Er legte sich in das Bett von Mohammed. Da glaubten die Leute von Mekka, der Prophet sei noch nicht weggegangen. Aber Mohammed und Ebu Bekir waren schon längst unterwegs. Sie versteckten sich in einer Höhle, wo sie niemand finden konnte. Als die Leute merkten, dass Ali in dem Bett von Mohammed lag, waren sie sehr wütend. Aber Mohammed war schon sehr weit weg und sie konnten ihm nichts tun. In Medina hatte Mohammed viel mehr Freunde als Feinde. Doch die Leute von Mekka ließen ihn selbst dort nicht in Ruhe. Sie kamen nach Medina, um gegen Mohammed und seine Freunde zu kämpfen. Aber Allah hat dem Propheten und seinen Freunden geholfen. Der Engel Djibril ist dem Propheten Mohammed auch in Medina erschienen und hat ihm die Botschaft von Allah gebracht. Alles, was der Engel Djibril Mohammed gesagt hat, ist in einem Buch aufgeschrieben. Das Buch heißt Koran. Wir können im Koran alles nachlesen, was Allah den Menschen gesagt hat. In Medina haben der Prophet Mohammed und seine Freunde eine Moschee gebaut, wo sie jeden Tag 5-mal gebetet haben. Einmal im Jahr haben sie 30 Tage lang nichts gegessen, solange es hell war. So haben sie sich daran gewöhnt, Allah zuliebe auf etwas zu verzichten. Und sie haben gelernt, mit wenig Essen auszukommen und noch viel für die Armen übrig behalten. Von ihrem Geld haben sie den Armen etwas abgegeben. Viele Jahre mussten Mohammed und seine Freunde gegen ihre Feinde standhaft sein, stark bleiben, ja sogar gegen sie kämpfen. Mohammed und seine Freunde haben an Allah geglaubt und zu ihm gebetet und alles befolgt, was Allah ihnen aufgetragen hat. Darum heißen sie Muslime. Alle Menschen, die an Allah glauben, zu ihm beten und immer das tun, was im Koran aufgeschrieben ist, sind Muslime. Die Menschen aber, die nicht an Allah glauben wollen und sich weigern, ihm zu gehorchen, ihm zu hören und sogar Krieg gegen die Muslime führen, um die Muslime töten wollen, sind keine Muslime. Dies sind Leute, die ungläubig sind. Allah hat Mohammed und den Muslimen geholfen, als sie gegen die Ungläubigen kämpfen mussten. Schließlich haben die Ungläubigen gemerkt, dass Mohammed stärker war als sie, weil Allah immer ihm geholfen hat. Da haben sie gesagt, wir wollen aufhören zu kämpfen. Niemand ist stärker als Allah.
Wir können Mohammed nicht besiegen, weil Allah ihm immer hilft. Es ist besser, wenn wir auch an Allah glauben und zu ihm beten. Mohammed und die Muslime waren sehr froh. Endlich war der lange Kampf beendet. Allah hatte ihnen beigestanden, wie er es versprochen hatte. Sie zogen nach Mekka, wo sie früher gelebt hatten, als sie noch ganz wenige waren, die an Allah glaubten. In Mekka haben sie alle zusammen gebetet. Und dann sind viele in Mekka geblieben. Und andere sind wieder nach Medina gegangen. Dort hatten sie ja nun Häuser, weil sie schon so lange in Mekka fort gewesen waren. Aber einmal im Jahr sind alle nach Mekka gegangen. Dort in Mekka steht ja die Kaaba. Die Kaaba ist ein großes Haus aus Stein, das kein Fenster hat. Sie sieht aus wie ein großer Würfel. Der Prophet Hazreti Ibrahim, der lange vor Mohammed gelebt hatte, hatte die Kaaba gebaut. Immer wenn die Menschen die Kaaba sahen, erinnerten sie sich daran, dass Allah den Menschen vorgeschrieben hat, was sie tun sollen. Sie sollen an Allah glauben, zu Allah beten und immer Gutes tun. Das hat Allah allen Menschen aufgetragen, befohlen. Allah hat viele Propheten zu den Menschen geschickt, die ihnen das Wort ihres Schöpfers gebracht haben. Mohammed war der letzte Prophet Allahs. Aber nachdem er gestorben war, hatten die Muslime ja den Koran, in dem alles aufgeschrieben ist, was Allah den Menschen gesagt hat. Im Koran sind auch viele Geschichten von anderen Propheten aufgeschrieben, die vor Mohammed gelebt haben. Manche davon wirst du noch in diesem Buch finden.